Die Lösung von CADD und RWDM kann ich aus meiner Sicht wärmstens weiterempfehlen, auch für Kleinstbetriebe. Es spart sehr viel Zeit in der Anwurf, was für jeden kleinen Betrieb sehr wichtig ist. Es tut sehr viele Fehlerquellen eliminieren, also werden viel weniger Fehler gemacht. Mein Name ist Christian Tanner, ich arbeite seit 14 Jahren in der Schreinerei Tanner und führe den Betrieb seit 4 Jahren in der zweiten Generation. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb hier in Münsingen. Mein Vater hat den Betrieb ganz lange alleine geführt. Er hat sehr viel mit Hanskizzen gearbeitet. Nachdem ich durch meine Weiterbildung mit CAD angefangen habe zu zeichnen, sind die ersten Pläne halt vom Computer dahergekommen. Als ich mich dazu entschieden hatte, den Schritt in Zukunft mit CADD zu machen, ist das sehr schnell gegangen und das ist bei mir vor Ort installiert worden. Weiter haben wir eigentlich fast gleichzeitig mit CADD den Schritt in CNC-Technologie gemacht. Und ich habe das unterschätzt, dort einen Mitarbeiter zu bringen, der die CNC auch bedienen wird. Durch die Anbindung des CADD an die Maschine habe ich die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter die Maschine bedienen kann, wo sie nicht selber ins Detail programmieren kann. Nach der Programmierung der Schnittstelle habe ich in der kürzesten Zeit auch schon die erste Küche und die ersten Einbauschränke darauf bearbeiten. Was mich persönlich an dieser ganzen Sache sehr beeindruckt hat, wie schnell das Ganze gegangen ist und wie fehlerfrei dass wir jetzt produzieren können. Auch für Kleinstbetriebe. Wenn kein CNC vorhanden ist, hat man einerseits die Möglichkeit, mit einer Einzelteilausgabe Promptanbindungsbohrungen herauszulesen, relativ schnell und einfach, dass sie auf einem Blumenbearbeitungszentrum gebohrt werden können. Die andere Möglichkeit, die man hat, ist, dass man Daten an eine andere Schreinerei weitergibt, die auch mit CADD arbeiten, dass die dann für einen Teile bearbeiten können. Für mich war das wie klar, dass ich diesen Schritt eines Tages machen muss. Weil ich bin der Meinung, wenn man in die Zukunft schaut, kommt man früher oder später fast nicht mehr darum herum, in diesem Bereich etwas zu machen. Und ja, wir sind jetzt ein relativ kleiner Betrieb und ich habe schon Arbeitskollegen von anderen Schreinereien bei uns gehabt, die gedacht haben, wow, der ist jetzt auch noch gut eingerichtet für seine Grösse. Und ja, ich habe jetzt gefunden, wir wagen den Schritt einfach mal ein, wenn ich jetzt, wann dann? Bis jetzt schaut es sich aus. Wir tun mittlerweile auch für andere Schreinereien Einbauschränke produzieren. Wir haben sogar schon Küchen produziert für andere Schreinereien. Und von dem her gesehen, ja, macht Spass.